Hallo, willkommen zu dem ersten Video von 2017. Und heute geht es genau um 2017. So, ich habe im Dezember einen Video-Adventskalender. Das war für mich so wie ein kleines Abenteuer. Ich habe etwas angefangen, das ich gar nicht wusste, wie und ob ich das überhaupt schaffe. Und auch wenn es wirklich sehr spannend war, wenn man so viele fertige Inhalte so jeden Tag produzieren muss oder fertig haben muss, habe ich nicht so viel Zeit zum Probieren, zum Experimentieren, zum neue Sachen testen, zum Denken. Genau, und das habe ich jetzt ein bisschen gebraucht. So als das Jahr dann, als dieser Video-Adventskalender vorbei war, hatte ich echt so einen Bedarf, einfach erstmal ein bisschen Ruhe zu haben, zu denken, zum Testen, zum Probieren. Und das habe ich genau bis jetzt gemacht. Ich habe jetzt diese erste Woche von 2017 einfach genutzt, um einige Sachen zu testen, die ich schon lang probieren wollte, aber auch um mich richtige Gedanken zu machen, in welche Richtung will ich 2017 gehen. Was wird für mich dieses Jahr wichtig sein? So habe ich dann einige Punkte definiert, die mir die nächsten Schritte ins Jahr geben sollen, zeigen sollen. Und welche sind dann diese Orientierungspunkte, sage ich euch gleich. So, das erste Punkt ist, wie ich das so in meiner Arbeitstitel nenne, Selbstversorgung. Und das heißt, ich möchte dieses Jahr nichts kaufen. Ich habe schon euch ein bisschen darüber gesprochen in anderen Videos. Die Sache ist, ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Jahren kaum was gekauft habe. Und der einzige Grund war, ich mag nicht zu viel Klamotten zu haben. Ich mag meinen Kleiderschrank sehr übersichtlich zu halten. Und wenn man so viel nennt, dann habe ich einfach den Bedarf nicht gehabt, Sachen zu kaufen. Weil wenn ich was gebraucht habe, habe ich dann das einfach genäht. Und dann habe ich festgestellt, dass die einzige Sache, die ich in den letzten Jahren noch gekauft habe, waren Unterwäsche und Jeans. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Jahr möchte ich auch diese Sache, die ich bis jetzt noch gekauft habe, möchte ich sie auch nähen. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich glaube, dass es spannend ist, so etwas Neues zu probieren. Aber auch, weil, wie gesagt, so, ich habe schon ziemlich viele Sachen. Und wenn ich solche Sachen jetzt dann nicht nähe, dann was soll ich dann nähen? So, ich möchte was nähen, das auch sinnvoll ist und das ich auch irgendwie brauche. Es ist extrem windig hier und ich hoffe, dass der Sound einigermaßen okay ist. Mal schauen. Die Orientierungspunkt Nummer 1 ist Selbstversorgung. Der Orientierungspunkt Nummer 2 geht in die gleiche Richtung. Es geht auch um die Tatsache, dass ich langsam genug habe und ich möchte nicht viel mehr nähen. Ich möchte nicht etwas nähen, das ich überhaupt nicht brauche. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht in Richtung gehen, detailreiche Sachen zu machen. Und detailreiche nicht nur in der Art, wie man es näht oder nicht einfach kompliziert zu nähen, aber auch ein bisschen in die Richtung gehen, die Sache noch mehr zu personalisieren, noch mehr zu individualisieren. Und darüber habe ich auch schon ein bisschen gesprochen. Ich habe euch schon erzählt, dass ich mehr sticken wollte. Auch so mit Garn sticken, aber auch vielleicht so mit kleinen Perlen oder irgendwie die Kleidungsstücke noch ein bisschen schöner oder hübscher zu machen. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt und der hat ein bisschen zu tun mit den anderen zwei. Oder es geht zumindest auch sehr in der Richtung, mich und meine Kleidung und es geht um meinen Stil zu finden. So, ich habe schon ein bisschen in die letzten Jahre darüber gedacht, darüber recherchiert sogar, ein bisschen so kleine Testen gemacht, wie ich mit der Sache umgehen konnte, sodass die Kleidung, die ich näher wirklich zu mir passt. Und manchmal hat es gut geklappt, manchmal hat es nicht so gut geklappt. Ich habe Proben gemacht, wo ich dann gedacht habe, das mag in der Theorie Sinn zu machen, aber jetzt ist nicht mein Lieblingskleidungsstück geworden oder so. So, ich möchte noch mehr in diese Richtung probieren und noch besser verstehen, was zu mir passt, was mich wirklich glücklich macht und mir Freude bereitet. Das ist dann mein Orientierungspunkt Nummer 3, mein Stil besser kennenzulernen. Mein Orientierungspunkt Nummer 4 hat immer noch damit zu tun, vor allem mit dem letzten Punkt, und das ist, wieder ein bisschen kreativer zu denken, versuchen wieder eine neue Sache zu denken. Ich möchte dieses Jahr so eine Art so Mini-Collections machen, mit Mini, also wirklich sehr mini, weil wie gesagt, ich brauche jetzt nicht viel, aber ich möchte wirklich für jedes Jahreszeit eine so kleine Kollektion machen, eine kleine Kollektion denken und ein bisschen mehr mit meiner Kreativität zu spielen,
Ich glaube, das kann sehr witzig sein und das konnte auch noch ein kleines Problem lösen, weil das ist eine Sache, dass ich bemerkt habe in meinem YouTube-Kanal. Manchmal, ich zeige euch die Kleidung von den Jahreszeiten ein bisschen zu spät in den Jahreszeit. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr schon, ich weiß gar nicht mehr, aber es war schon Juli, glaube ich, habe ich dieses rote Kleid, Sommerkleid. Und ich finde, dass ein Sommerkleid kann man auch ein bisschen früher machen, noch vor, dass ihr in Urlaub geht oder so. So, das möchte ich ein bisschen besser planen und möchte kreativer sein und in kleine Kollektionen denken. Der Punkt Nummer 5, mein fünfter Orientierungspunkt, es ist ein Punkt, das wirklich sehr mit diesem Kanal zu tun hat, mit der Grund, warum ich diesen Kanal überhaupt angefangen habe. Und das ist, ich möchte immer mehr und mehr lernen in Richtung Schnittmuster zu anpassen. In diesem Kanal habe ich immer mit Grundschnitten gearbeitet. Ich möchte aber auch selber wieder mehr mit kommerziellen Schnittmuster arbeiten, so Schnittmuster zu kaufen und die zu testen und besser lernen, wie man am besten die Schnittmuster mit seiner Maße anpasst. Das wird für mich so mein größeres Lernziel, wenn das Sinn macht, für dieses Jahr. Ich möchte mehr testen, ich möchte auch mehr für andere Leute nähen und vor allem genau mit dieser gekauften Schnittmuster und besser verstehen dann, wie kann ich ganz effizient und einfach ein Schnittmuster gleich am Anfang zu anpassen, sodass es am Ende keine schlechten Überraschungen gibt. Und ich sehe hier noch einen Vorteil, das hat so, wenn ich wieder mehr mit gekaufter Schnittmuster arbeite, kann es auch sein, dass auf Nähentechnik ich mir andere Herausforderungen gestellt werden, weil wenn man immer selber die Kleidungsstück denkt, auch wenn ich versuche ab und zu mal neue Techniken zu probieren, die Sache ist, ich tendiere immer für was ich schon kenne und ich mache immer wieder die Sache, wie ich weiß, dass sie funktionieren, oder ich denke immer die Kleidungsstücke in eine ähnliche Art. Und ich glaube, dass es wird auch für mich sehr interessant sein, wieder die Kleidungsstücke ein bisschen anders zu denken, wie ich sie nähe. Und meine meine Orientierungspunkt Nummer 6 ist Null Verschwendung, Null Stoffverschwendung. Das ist ein Punkt, dass es mir sehr wichtig ist, weil ich merke, dass die mehr ich nähe, die mehr Tuten voller Stoffresten ich zu Hause habe. Und ich habe Stoffresten, die ein bisschen größer sind. Damit mache ich eigentlich immer wieder was. Aber ich habe auch die ganz kleine. Und ich glaube, dass auch das kann man sehr gut nutzen, zum Beispiel um etwas zu füllen, eine Kissen oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber ich möchte dieses Jahr viel besser denken, wie ich meinen Stoff nicht verschwende, wie ich es bis zum Ende nutze. Aber ich möchte auch alle Stoffe, die ich zu Hause habe, nutzen. Ich werde wahrscheinlich nicht schaffen, alle zu nutzen, aber ich möchte auf jeden Fall reduzieren, weil langsam die Sache mit Stoff ist, es wird nicht kaputt, es macht nicht dick und es hat ganz viele Vorteile und gute Eigenschaften und deswegen habe ich schon eine Tendenz, immer wieder ein bisschen Stoff zu kaufen. Ich habe es vor allem früher viel gemacht. So, in letzter Zeit, die Stoff, die ich kaufe, ist normalerweise schon mit einem Ziel und wird wirklich genäht. Ich habe aber immer noch sehr viel Stoff, das ich schon vor 2 oder 3 Jahren gekauft habe und die noch nicht genäht wurde. Und vor allem mit dieser alten Stoffstücke möchte ich wirklich was machen. Wird dann ein Ziel von dieses Jahr, erstmal immer ganz genau zu schauen, ob ich irgendetwas noch nutzen kann. Das habe ich schon in letzter Zeit gemacht, aber dieses Jahr möchte ich noch mehr machen. Das sind dann die Punkte, die mich orientieren sollen dieses Jahr. Ich freue mich wirklich sehr auf das neue Jahr, ich freue mich sehr auf neue Projekte und ich hoffe, dass ihr mir dabei begleitet.